Leite eine Kreaturjagdfirma, fang Kreaturen, um sie zu zähmen. Einmal sind sie ausgewählt, Tiere können dann bei der nächsten Mission mit dir zusammenkämpfen. Kostet gerade 8,19 €. Ja. 22. März wurde veröffentlicht. Schauen wir uns das Ganze mal an. Klingt auf jeden Fall schon mal interessant. Cooles Spielschema. Mal gucken, wie die Umsetzung ist. Ne? So, 3, 2, 1. Wir wollen starten. Starten. Warte. So, ich hab's noch ja nicht installiert, glaube ich. Kleinen Moment, Leute. Ich muss dann ganz kurz mal hier eine Pause drin ballern. Ah, ne, wir haben es schon installiert. Moin, ich bin im falschen Channel. Ich bin gerade live hier. Gerade eben, jetzt, gerade eben. Du kannst ruhig. Channel switched. So, Early Access Alpha 1.07. Ah! Und ein Anruf. So, der Zwerg ist auf dem Spielplatz und eine Jacke brauchte sie noch. So, was wollen wir hier? So, gucken wir mal, was hier Schönes so passiert. So, Effekte, Ambiente. Lassen wir das mal alles so 50. So, Musik so ein bisschen runter. Master haben wir. So, Controls. Brauchen wir nicht, haben wir. So, wir wollen im Windows. Relativ, wird schon passen. Ihr müsst ja bloß sagen, ob wir vielleicht dann ruckelt oder sonst irgendwas. So, Unlimited, Epic klingt immer gut. Apply Settings. So, Game Settings. Also ist X- und Y-Achse. Audio, Master. So, mal Inventar will ich gleich woanders haben. Hier will ich das haben. Sehr gut. So, dann starten wir mal. Aber wir haben kein Bild, oder? Habt ihr ein Bild? Habt ihr ein Bild? Habt ihr ein Bild? Jetzt habt ihr ein Bild. Wenn ich rüber hier. Ist wieder das Bild weg. What the fuck? Warte mal, dann machen wir was anders. Dann
starten wir das Ganze nochmal neu, das Spiel. Stellen jetzt so ein, Apply Settings. What the fuck? Doch, da ist es. Da ist es. Sehr gut. Also ab 22. März. Oh, danke, danke, danke. Oh Mann, ich kann es schon wieder nicht lesen. Wo steht es? Ich bin schon wieder hier völlig überfordert. Aber ich glaube, du warst es, ne? Gary? Steht da unten, genau. So, wir starten mal. Lass uns mal reinschauen. Achso, hier, Joint Game, Host Game, Friends, Host Game. Wir hosten mal eins. Oder? Joint Game? Ah, wie sieht's da aus? Not full. Wir versuchen es mal erstmal alleine. Game Name. Also meine ganzen Spieler heißen immer. Da weiß ich aber Bescheid. Lassen wir mal offen. Wenn einer rin kommt, kommt einer rin. Dann trollt uns einer vielleicht. Mal gucken. Aber was ich gerade vermisse, ich kann mir ja keinen Charakter erstellen. So wie cool ich aussehe, aber vielleicht passiert das im Spiel. Ja, wie wir sehen, Early Access. Alpha! Das heißt, wir müssen mit Lags rechnen, wir müssen mit Problemen in jeglicher Form rechnen, dass wir festbacken oder sonst irgendwas. Aua, aua, aua. Das ist schon wieder extrem laut. Ja, und seht ihr, das meine ich. Der hat nämlich die Settings ja nicht übernommen vorhin. So. Moin, oh, wie geil ist das? Komm, wir gucken uns mal die Frau an. Select auf, wir wollen ditte. So, wir gucken mal. Ganz schön dicker Hintern. Und die hat Rasierklingen unter der Arme. Wie geil ist das denn? So. Komm, wir gucken uns die mal alle an. Das ist schon lustig. Ja, hat auch Rasierklingen. Aber kommt, Leute, die wollten versuchen, den Rucksack schön hinzukriegen. Ist schon okay. Was hat er denn? Einen Penis da vorne? Was ist das? Was ist das? Ach, das ist die Taschenlampe. Alles klar. Das sah ein bisschen verdächtig aus. Nein, die Simone. Tut mir leid. So. Ich verwechsel das jedes Mal. Ach, das ist eine Taschenlampe. Aber er ist auch geil. Erstmal mit Shorts. Mit dicke Jacke, auch nicht schlecht. Oh hier, Army Ranger. Yes, Sir! Ich glaube, den nehmen wir. Der sieht am entspanntesten aus. So kann man den Control von vorne angucken. Hinhocken. Was ist hier U? So ist die Playerliste. Inventar hat er natürlich auch nicht genommen. Controls. Inven. Gerade aufgestanden. Ne, ich nicht. Ich bin schon seit 7 Uhr wach. Ich war hier, sag schon, wie heißt es da? Mit meiner Tochter einkaufen, Brötchen geholt und so weiter und so fort. Und hab dann gesagt. Was? Ich guck mein Englisch. Auf jeden Fall läuft's. Ich klick einfach mal schließen. Geht gar nicht. Das war meine Freundin auch gerade. Ja. So, was ist denn Interaktion? Aber wieso geht das eh nicht? Interakt. Machen wir hier nochmal, zack, so.
Ich lieg auf dem Sofa und könnte heulen. Ah, schon wieder Schmerzen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Oh, hier Weapons. Aber die Musik, ist sie okay? Mir geht die immer noch tierisch auf den Sack. Weil die immer so eintönig ist. Ich will lieber was von der Natur mitbekommen. Was ist denn das hier? Dog? Ist das ein anderer Spieler? Um Gottes Willen, was ist denn jetzt? Ich muss mal kurz hören. Okay, Moment. Meine Frau, ja, die will hier schon wieder irgendwas. So, Ambiente. Aber so wie es aussieht, sagt unser Bankkonto, wir haben einfach mal nichts. Oh, Mann. Warte mal, jetzt muss ich erstmal hier, leg auf dem und heulen. Doch, leider schon. Ah. Das ist natürlich doof. Ich weiß auch nicht. Ja, das stimmt. Dude, Fresse polieren geht auch nicht. Okay. Oh, ich würde sagen, hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Tote. Ah, ich brauche ja nicht kaufen. So. Eins auswählen. Zack. Läuft auf jeden Fall. Das ist übrigens ein Survival-Spiel, wo man Zombies, Monster und Werwölfe oder sonst irgendwie hier, das sind so die Viecher. Dead oder tot, also lieber töten. Dann gibt es dafür Geld. Ich kann sie mir aber auch zähmen. Und kann sagen, alles klar, ihr helft mir bei der nächsten Jagd. Ist natürlich irgendwie cool gemacht, dass das hier so alles so dran steht. Ich nehme einfach erstmal alles mit, was geht. Da oben liegt nichts. Vielleicht scheint ja hier noch eine ganz sichere Nummer zu sein. Ah, da gibt es auf jeden Fall noch einen anderen Stockwerk da oben. Kann ich das doch einfach ins Inventar packen. Oh, guck mal, Gewicht haben wir auch. Ah, und hier kann ich dann Sachen craften. Okay. Okay, Claudi will nicht. Die ist tot oder so. So, zweiter Stock habe ich gesehen. So, ich glaube, Äxte haben wir erstmal genügend. Was macht er? Contact. Achso. Ich krieg, glaube ich, einen Hund. So, wir verkaufen einfach erstmal. Kann ich hier nicht irgendwie was verkaufen? Ja. Pistole, Skins. Mal, Skins gibt's auch auf jeden Fall gleich. Sehr gut. Press F. Press Q, was ist das? So, wir gehen einfach erstmal los. Wir haben uns hier mal eine Keule in der Hand. Kann ich auch so was aufsammeln? Holz. T ist Licht oder was? Oh, guck mal hier. Leuchtet's aus dem Schritt. Oh, warte mal, hier schreibt schon wieder. Ich krieg schon wieder ja nichts mit. So,
So, Holz ist schon mal klar. So, sehen wir irgendwo einen Stein? Da ist ein Stein. Wollen wir jetzt hier mal kicken, ob wir hier mit der Axt auf den Stein rumhalmern können? So, Steine gibt es auf jeden Fall auch. Oh, und da oben sind Häuser. Mal kicken, ob der Stein auch verschwindet. Ja, so, sehr gut. Nehmen wir hier unsere Keule wieder in der Hand. Wo sind die Bären hier, die man so aufsammeln kann? Nee, sind sie nicht. Oh. Hört ihr das? Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt komisch. Wer oder was bist du denn? Ah, guckt mal hier. Rechts von mir ist auch hier unten eine Anzeige. Da scheinen noch ein paar Monster zu sein. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Gibt er mir irgendwas? Auf jeden Fall hat er erstmal hier vier Augen und einen riesengroßen Mund, mit dem er ganz schön frech ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Monster. Ich krieg immer irgendwie glücklich Geld. Oder wo steht denn, wie viel Kohle ich denn jetzt gerade habe aktuell? Und mein Leben ist ja schon runtergeballert, aber ich weiß noch nicht, wie und wo man was zu essen herbekommt. Bild ist scheiße. Ah nee, kann man nicht kaputt machen. Fernseher ist scheiße. Okay, kann man auch nicht kaputt machen. Oder vielleicht muss man die Keule in der Hand nehmen. Bett. Auf jeden Fall. Oh, hier, was ist denn das? Ein Brot. Irgendjemand hat die Tür offen gelassen. So, wie kann ich das jetzt eat? Ah, rechte Maustaste, okay. Sehr gut. Gehen wir uns mal die Häuser angucken. Und dann können wir gleich mal rauskriegen, ob die auch in die Häuser kommen oder nicht. So wie es aussieht, läuft er bloß draußen lang und ich bin im Haus auf jeden Fall sicher. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Wir lassen mal die Tür einfach offen stehen. Ah ne, die geht immer automatisch zu. Auf jeden Fall sehen die Häuser alle gleich aus. Oh, eine Nachricht. Wer? Wo ist meine Maus? So, was ist los? Ja, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Er muss den Stream ausmachen, sonst leckt sein Atlas. Alle Dude. Rotfleischchips, oh, okay, aber Rotfleisch wissen wir ja. Salmonellengefahr. Wir werden gleich mal noch was am Sound ändern, weil der geht mir tierisch auf den Sack. So Ambiente ist das nicht, ich würde sagen eher Effekt. Na, alles klar. Quasi schon der erste Bug. Ich kann auch
da drinnen stehen und die umhauen. Achso, machen wir mal alles aus. Plastik. Cornflakes. So, ohne dass mir was passiert. Das ist natürlich gut. So, Häuser abgearbeitet. Gibt es noch eine andere Karte? Ach, guck mal, Ina, ciao. Safe Zone. Das ist alles hier. Plague von Pink. Ich würde sagen, hier machen wir dann unser Lager. Aber wir gehen uns das hier draußen nochmal angucken hier. Wo steht das? Da hinten. Ne? So, 3, 2, 1. So. Target. Gucken, ob das hier, das ist ja ein anderer Stein, ob wir da was anderes draus kriegen. Metall oder sowas vielleicht, unter Umständen, aber so wie es aussieht, würde ich sagen, Stein. Na, hier ist eine Babytanne. Gucken, ob es da irgendwas gibt. Da gibt es ja nichts. Okay, also unterschiedlich wirft er auch das Holz dann raus, manchmal nur 1, 3 oder 2. Was sagt mein Inventar? Sieht gut aus. Oh, hier, wieder anderer Stein? Nee, Stein. Aber wahrscheinlich brauche ich dafür die Spitzhacke, die ich mir hier irgendwie kräften muss. You can use it weapon. Ach hier, Stein und Longwall. Jetzt hier. Ach, wurde schon gecraftet. Sehr gut. Ich glaube, da liegen extra so viele Waffen, weil man das ja hier im Multiplayer auch spielen kann. Und dadurch, dass jeder gleich am Anfang umfährt hat. Jo, das dauert noch. Crafting Bench. Naja, das können wir jetzt alle noch nicht bauen. Wir würden das müssen wir bestimmt aufstellen. Ach ja, guck mal, kannst du das auch anders sortieren. So. Oha. Da, ihr seht. Der Wölfchen. So, wir machen mal den nächsten Trick, 0815 Trick. Oh, sterben war natürlich nicht dabei. So, jetzt war ich natürlich clever, habe alles mitgenommen, was geht, und habe jetzt nothing. Gibt es hier auch noch was, wo ich hochkomme? Noch eine Treppe, hier waren wir noch nicht oben. Ah. Oh, hier gibt es auch ein Schnell. Ah, das ist der Baumenü. Alles klar. Irgendwo erkenne ich das Baumenü. Kann mir da einer helfen? Wo erkenne ich denn diese Baumenü? Wo waren das jetzt? Hier. Mit diesem Rund, wo man das da alles hat. War das nicht bei Rust oder so weit? Ich weiß das nicht mehr. So, jetzt gucken wir mal, ob keiner guckt. Und wenn einer guckt, dann gucken wir ganz schnell weg und holen uns unsere Sachen wieder. Wir werden aber in die Häuser gehen und gucken, ob wir von dort aus die Werwölfe umlegen können. Oh, da ist ein Auto. Auto, weiß ich, das geht hier auf jeden Fall auch klar mit Fahren. Oh, hier hört einfach die Straße auf. Auch nicht schlecht. Ob wir so einen Werwolf überfahren können?
läuft. Das sieht doch aus wie so ein Land Rover. Oder? Auf jeden Fall schöne Farbe. Komm her, Motherfucker. 1:0 für mich. So. Da ist doch schon meine Kiste. Muss gucken. Mit einem Stern ist er gekennzeichnet. Naja, war mir klar. Achso, ich brauche Geschwindigkeit, um die Viecher zu. Nein, jetzt zeig mich festgefahren, oder? Okay, passt auf, Freunde. Wir den Berg hoch und dann runter rollen und dann euch platt machen. Aber jetzt können wir uns die Viecher mal ankicken. Also ich kann nicht rückwärts fahren und von daher ist es auch schwer, die Viecher wahrscheinlich dann zu töten. So, oder wir hauen jetzt mal ab, gehen rüber auf die andere Seite, drehen die ganze Karre und dann, ja, ich sehe schon. Wow, 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 wow. Nein, ist jetzt der Klassiker. Ich muss jetzt aussteigen, wa? Oh, ich komme jetzt ja nicht raus. Kann ich das Auto eher umdrehen? Escape? Nee. Ich kann gar nichts machen. Steht hier irgendwas? Z. Ah, hier, Z automatisch umdrehen. So, meine Kleinte. Die töten mich doch instant, wenn ich jetzt aussteige. So. Machen wir die ganze nochmal. Wird der Postbote sein. Das heißt, ich muss da mal schnell hin. Und, oh Gott, Auto qualmt. Einfach aussteigen. 3 Meter laufen, ich muss zum Post. Toll. Leute, was ist passiert? Hat das irgendeiner gesehen? Bin ich verhungert, verdurstet? Und jetzt ist die Frage, sind beide Koffer noch da? Sonst geht das Ganze wieder von vorne los. Ich denke, das Fahrzeug ist explodiert. Und dadurch bin ich natürlich gestorben. Weg zu dicht dran stand. Jede Wette?
Hat das irgendeiner gesehen? So, wenn ich schnell genug bin. Und ja, wie ich gesagt habe, die Kiste ist weg, die andere. Nein, das Auto ist kaputt, das Auto ist kaputt, das Auto ist kaputt. Krankenwagen. Krankenwagen sieht gut aus. Ah! Tut mir nicht weh, tut mir nicht weh. Nein. Mann. Auf jeden Fall die Range ist auf jeden Fall zu krass von den Tieren. Die rennen ja schon 50 Kilometer, aber wenn du sie siehst, schon hinterher. Und ich habe natürlich nichts, um irgendwas. Oh, vielleicht finden wir noch mal ein Auto. Jo, Mann. Bitte. Bitte. Ja, Wahnsinn! Ich will mich ja nicht umdrehen. Heik, irgendwie Rückansicht. Nummer Y. Nee. X. Auf jeden Fall, das scheint 4580 zu sein. Mir fällt mir tierisch auf den Sack. Bitte Lofe von den Viechern. Lass dich hier aufhören. Nein! Nein! Die Tür ging schon mal nicht auf. Ja, ich bin auf jeden Fall da. Schönen Dank. Ja. Okay, Leute. Aua. Die kommen auf jeden Fall ins Haus rein. Keine Chance. What? Ich will doch hier. Der sein. So, jetzt haben wir keine Axt, kein Jahr nicht mehr. So, wir versuchen es mal jetzt hier gleich hier uns irgendwas aufzubauen. Ach so, schlagen kann ich nicht. Ich brauche also eine Axt. Dann starten wir mal das Ganze einfach neu. Ach, hier oben kann ich meinen Namen einnehmen. Oh, wir haben ja schon ein bisschen was in der Bank. Dann holen wir uns davon erstmal eine Axt. Katsching. Oh, auf jeden Fall ist hier ganz schön hart. Die zerfetzen ja ihn ja gleich sofort.
Auf jeden Fall sieht das aus wie die Grafik von Seven Die oder DayZ. Aber vorne haben wir einen Stein. Kloppen wir noch einen Stein, dann machen wir uns erstmal eine Axt. Hier so ein Erdgrab-Umschauf-Dingsbumster. Und dann gab es jetzt hier bloß ein Auto, aber gut, die Karte ist auch nicht sehr groß. Ey, jetzt zeigt mir gerade erschrocken, dass einer neben mir steht, aber das war die Sonne, die sich einfach gedreht hat. So. Genau, köfte das mal und wir wollen hier so einen Tisch. Was brauchen wir? 30 Holz mit Schenek Parts 2. Alles klar, also wir müssen definitiv die Mechanikteile organisieren. Diese runden Rädchen, die wir schon ganz oft jetzt hatten, aber mal wieder verloren haben. So. Auf der Minikarte sehe ich keine Tiere. Doch. Ja, aber wir haben ja die Axt bei. Das sind ja die Viecher, da ist ins Haus. Und alles easy. Und die lassen wir erstmal rumkommen. Klar, der kann also doch rein und backt nicht fest. Glasscheibe unkaputtbar mach hier, ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Achso. Wer konzipiert denn so ein Haus, dass ich hier raus und hier raus sehen kann? Ja. Ja, der hat auch keinen Plasma, der hat hier so eine komische Glotze. Wählen uns mal die von außen auch nicht, wa? Nee. Wählen mal die Häuser hier durch. Was ist das denn hier? Gibt's hier irgendwas? Nee, nee, nee. Wo haben wir jetzt hier zwei Mechanic Parts? Das heißt, wir können hier so ein Ding hochquiften. Oh, immer wenn ich Ruf drücke. Ach so, hier, so. Ah, okay. Quiften. Lass das Auto ganz sein. Ja, man trifft die noch nicht ganz. Das ist auf jeden Fall alles klar. Gucken, was hier fertig ist. Kloppen wir mal auf den Stein. Oder? Hier waren noch irgendwo Steine. Irgendwo hat noch hier welche. Da ist ein Stein. Ach, da gibt es dann bloß mehr raus. Alles klar. Schwupp, weg ist das Ding schon. Jetzt hier irgendwas Besonderes?
Aber wie er gleich ausholt. Und das mit einer Hand. Nenn ich, sag ich mal, Respekt. Na hier, mit der Axt. Mit der Feueraxt hier macht er auf entspannt. Aber mit der Picke hier, da haut er richtig. Geht er richtig los. So, ich weiß leider nicht, wo wir unser Haus hinstellen. Aber ich würde sagen, wir machen das einfach hier irgendwie. Du darfst nichts in der Hand haben, um zu kräften. So, Upgrade. Guck mal hier, ja? Wir haben gerade Upgrade gemacht. Na gut, wir machen erstmal hier. Keine Ressourcen mehr. Gut. Auf jeden Fall ganz dunkel wird's nicht, oder? Das wird doch schon wieder hell, oder? Spinnig. Ja, hier, das ist auf jeden Fall auch schon mal gut. Kannst ja alles ausfüllen. Aber dann weißt du nicht, ob du am Verbluten bist oder irgendwas. Ja. Wir haben noch ein Spiel, was wir nachher antesten können. Das habe ich von dem lieben Nono geschenkt bekommen. Es war im Stream, besser gesagt nicht geschenkt, gewonnen. Können wir nachher auch mal antesten. So, aber die Frage ist immer noch, woher gab's diese Baumenü? Ich weiß es nicht mehr. Die hoch drehen die Treppe. Mausrad hier nicht. Okay, ja, müssen wir also erstmal hier zu machen. Ach hier, Q ist Upgrade. Keine Ressourcen mehr. Ah, sehr gut. Holz und Stein. So, jetzt brauchen wir. Nee, hier. Wo war das hier? Ach, das ist eine Steintreppe denn, oder was? Oder ist sie dann nur breiter? Was steht hier? Wooden Stairs. Stairs wurden 12 mal. Ach so, mit. Hier, sieht bloß ein bisschen anders aus. Die geht zu mir hoch und die geht hier nach rechts weg. Alles klar. Ich
Keine Ressourcen mehr. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen Holz holen. Und ein bisschen Stein. Irgendwie eine Lagerbox, dass wir unseren Loot da mal reinpacken können. Nicht, dass wir mal irgendwo sterben, alles weg ist. Was natürlich halt extrem doof wäre. Ja, ich muss jetzt kurz mal schreiben. So, 3, 2, 1 hier. Stein, alles meins. Alter, was dir ausholt. Ich muss da alles brechen. So, eigentlich haben wir das Haus schon wieder echt doof gebaut. Weil wir hätten dann 3x3 bauen müssen. Oder wir nutzen jetzt den zweiten Stock. Bauen einen kleinen Anbau. Weil wir haben ja ein Bett. Wir haben einen Tisch. Also ein Bett machen wir demnächst. Iron Bars. Ach du Jüte, kurz. Das heißt, wir müssen nachher noch irgendwo Metall finden. Ah, wenn wir es kaputt machen, kriegen wir keine Ressourcen zurück. Gut zu wissen. Wir machen jetzt einfach nichts mehr kaputt. Ach, guck mal, tippt auch hier. Fensterläden. Was noch? Holzbarriere oder so. Oha. Und das Drehen haben sie geändert, indem man eben halt hier so laufen kann. Da kann man sich hier drehen. Was haben wir noch? Steht da was dran, aber T war der Schnappe. Claimed. Ah, okay. Meins. Haben wir das auch mal erklärt. So, ein Dachi. Ach so, ist nur eine Rampe. Eine Tür ist schon mal nicht schlecht. Kann man da irgendwie. Pin gibt's jetzt nicht. Und was mir gerade fehlt, ist irgendwie. Da. Rampe. Ist das enthaltet Dach. So, gut. Reicht mit Haus bauen. Würde ich sagen. Gucken wir mal, dass wir unseren Crafting-Tisch hinballern können.
Wir müssen ja immer dran denken, Essen, Nahrung und so weiter. Wir bleiben ja nicht ewig jung. Und eine Lagerbox. Wäre auch nicht schlecht. Entschuldigung, Leute. So. Ja, wie der ausholt, ich kenne ihn jedes Mal. Vor allem, wenn ihr Steine gekloppt habt, wisst ihr, dass das nicht so geht, falls ihr das schon mal gemacht habt. Oder einen Boden, ein Loch gemacht mit so einer Spitzhacke. Dass er da eigentlich. Das passt irgendwie nicht. Völlig übertrieben. So, warte mal, 3, 2, 1. Wo ist mein Haus da? Ja, für den Anfang ist zwar nicht das Maß aller Dinge, aber ja. Wir kommen rein, wir kommen raus. Wir haben ein Haus. Hat sich der rein? Wir kommen rein, wir kommen raus. Wir haben ein Haus. Achso, alles nicht in der Hand nehmen. Nimm nochmal hier das Ding weg. Hier, 1 muss ich drücken. Jetzt wollen wir mal was hinstellen. Aha. Ich hab's noch nicht rausgefunden, wie ich was drehen kann. Nochmal die 6. Nee. Pfeiltasten auch nicht. Ja gut, dann ist es halt so. Stellen wir uns das. So, dichter geht's ja nicht. Stellen wir uns das hier mal an die Wand. Zwei haben wir doch nicht. So. Stein. Achso, nee, ist ja mein Inventar. Aber Crafting Bench. Achso, hier steht dann, was ich dann da drinnen machen kann. Hier, Crafting in the Crafting Bench. Plastik, 15 mal Plastik für eine Box. Aha. Campfeuer. Stein und Holz. Campfeuer können wir auf jeden Fall herstellen. So. Viel ist nicht, wa? Was wir hier craften können? Also noch nicht. Kommt vielleicht alles noch. Oh, guckt mir hier. Aber das ist, glaube ich, die falsche Munition für die Waffe. Oder? Jep, falsche Munition. So, was wollten wir denn jetzt? Wir haben doch gerade irgendwas gebaut. Hier. Ein Feuerchen. Jetzt ist bloß die Frage, sind wir clever? Sind wir nicht clever? Machen wir das Feuer hier drinnen? Auf Stein? Auf Stein, ja. Wir hätten es auch draußen machen können. Oh, da hat es gerade richtig geleckt. Ach, guck mal hier. Und. Hier, Plastik. Das sieht aber genauso aus wie vorher. Schmeckt aber gut, kann ich euch sagen. Schmeckt gut. Und das ist die Flasche weg, oder was? What the fuck?
habe ich mich erschrocken. Ist jetzt hier Eisen runtergekommen oder was? Nee. Ging ja mal gerade auf, ja, keine Kuhhaut. Hauptsache Feuer leuchtet. So, hier. Warme Steine? Nee, Stein ist Stein. Gucken wir uns jetzt mal an. Der da kommt da jetzt direkt runter. Ein Witz ist das. Ein Witz, meine Freunde. Nix passiert da. Aber erschrecken wie ein ganz großer. Kann ich das hier erstmal vorsichtshalber alles hier reinlegen? Wenn ich lossehe. Dass ich nichts verliere. Das könnte ich ja. Dann eine Waffe auf jeden Fall sichern. Okay. Wir werden jetzt dann nochmal zum Auto gehen. Hoffen, dass keine Werwölfe mehr kommen. Also kann ich das Ambiente jetzt eigentlich auch wieder komplett runterschrauben. Weil jetzt so dermaßen laut ist. Effekt wird es wahrscheinlich sein. Alter. So, wollen wir jetzt nochmal gegen den Werwolf aufnehmen? Okay, anderer Trick. Mir geht's nicht so gut. Wir werden mal versuchen, dort in die Base drin zu rennen. Mal gucken, ob die helfen. Da saßen ja überall welche rum. Faul. So, auf jeden Fall gleich können wir nicht mehr rennen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Sind weg. Was sehr, sehr komisch ist. Ob die weggebackt sind. Die Pfeiler sind ein bisschen groß, ne?
Eine Suppe und ein Wasser. Nehmen wir einfach mal alles mit, was mitzunehmen geht. Und werden dann fix drei schnell zur Hauptbase rennen, dass uns nichts passiert. Clever wie wir sind. Dass sie wegbacken. Das ist ja jetzt so gut zum Test. Ob das wirklich so ist, würde ich sagen, machen wir das jetzt nochmal. Wir testen das mal. Nicht wahr? Ja, und ich trotte ja wahrscheinlich das einzige Auto, was geht, kaputt im Ballad. So, wenn wir wieder zu Hause sind, werde ich mal schnell eine Pause rinballern und dann mal kurz auch für Toilette gehen. Schon wieder bauen können. Ansonsten müssen wir noch sammeln. Die Axt liegt noch da, das ist schon mal gut. So, ich bin mal ganz kurz auf Toilette. Bis gleich.
So, da ist er wieder. Wir brauchen Plastik. Das hier, so, das ist Straße und das hier ist wahrscheinlich ein Zug oder so. Auf jeden Fall spawnen die ganzen Viecher immer wieder neu. Da stand irgendwas mit 9 mm und wir haben hier unten eine 9 mm. So. Suppe. Achso, Essen ist eh voll. Trinken. Heilen. Hier. Öffnen. Laden. So, heilen könnten wir uns noch mal, ne? Auf jeden Fall haben wir jetzt ein bisschen Schuss. Wir wären aber netterweise. So. Drei Plastik. Für ein Bett? Nee, was wollen wir bauen? Eine Box. Wir brauchen eine Box. 15 mal Plastik. Ja, da müssen wir kicken, wo wir hier Eisen herkriegen. Das wird erstmal interessant. Weil, was könnte hier denn eine Mine sein? Wir laufen jetzt da so rüber. Hier sind auch wieder kleine Monster, das wissen wir ja. Das sind ja wieder diese vier Häuser. Da hinten ist schon eins. Wir werden jetzt so machen, dass wir versuchen, alle Häuser und im letzten durchzugehen. Im letzten Haus drin warten und die dann alle abnaschen, auf Deutsch gesagt. Mal
2, 3, 4, 5, 6 haben wir. Oh, das war eine knappe Nummer. Tod gibt's nur Geld. Was soll man sagen? Haben wir schon wieder alle erledigt. Wollen wir jetzt hier weiter anrufen? Vielleicht finden wir doch noch ein Auto. Aber wir brauchen ja diese Plastik. Hier, wir haben 6 Stück. Und 15 brauchen wir. Wie groß? Weiß keiner. Oh, sag jetzt bitte nicht, bitte, bitte lass es funktionieren, dass ich Zug fahren kann. Tschut, tschut. Komm, bitte. Nein. Wäre auch zu schön gewesen. Mann. Ich hätte mich gefreut. Hier ist ein bisschen Bugging. Das ist von außen. Ey, krieg jetzt meinen ersten Kumpel? Alter, wenn du mich angreifst, mach ich dich sowas von Waffe. Und wir legen die mal alle weg. Gut, Cowboy, ich will trotzdem hier schnell noch eben mal das Haus durchlooten. Dann bring dich auch an deinen Bestimmungsort, wo du hin möchtest. Oder ist er schon weg? Ne, da ist er. Ich denke, er will in die Safe Zone. Wir rennen mal in die Safe Zone. Und gucken mal, ob er dahin möchte. Wir haben immer noch nicht rausgefunden, wie man die Tiere zähmt.
Aber vielleicht mit Elektroschocker bewusstlos machen, dann Essen drin legen oder so. Wir gucken mal. Vielleicht ist es doch ein Dude, der mir jetzt hilft oder sowas. Oder ich muss ihn retten. Microphone muted. Microphone activated. Voice. Vehicle light off, upgrade, fire, hidden storm. Steht nicht. Microphone muted. Microphone activated. Man kann sich Chat P. P wie Paula funktioniert nicht. Komm, dann machen wir Chat, Open Close, machen wir auf Enter. Haben wir den getötet. Das andere war doch ein Spieler gerade, oder nicht? Nicht, dass der mir mein Haus kaputt macht. Leiche ist Leiche. Aber das war doch jetzt ohne Witz. Das war ein Spieler, oder? Auf jeden Fall. Press P to chat. Hallo, hallo? Nee, ich sehe kein Voice, kein gar nichts. Das ist schon mal schlecht. Wir werden jetzt auf jeden Fall zur Kirche gehen. Sah der aus wie ich. Der hat sich überlegt, Mensch, ich ziehe dieselben Klamotten an. Only one survivor at a time. Möchte der jetzt was von mir haben? Hier, Packung Hornflakes kannst du haben. Oder auch nicht. Lappen.
Ist ja alles andere tot, kannst aufstehen. So, wir werden mal, so wie wir sind, SK, wir haben auf jeden Fall einen Namen. Company Dog Taming. Oh, safe. Ja, safe ist immer gut. Ich dehydriere. Auf gar keinen Fall. So werden wir das ja nicht kommen lassen. Wir schauen mal, ob wir jetzt irgendwie was erreichen, dass wir uns so ein Monster ziehen können. Ach, hier steht, welche ich schon tot gefunden habe. So, jetzt sehen wir uns die Viecher einfach nochmal suchen. Da oben waren die Viecher. Wir werden alle töten, außer eins. Und was haben wir? Wir haben Äpfel. Wir haben auch kein Fleisch. Vielleicht essen die Dosensuppe. Gucken wir mal, ob wir so ein Vieh hier tame kriegen. Da sind sie doch auch schon wieder. Na, Hallöchen. So, noch zwei Stück. So, komm her. Was ist das denn? Was ist das denn? Da muss anscheinend muss irgendwie noch nachgeladen werden oder so. Hatte zwei jetzt. Nix. Dachte so, Taser, der hat gleich hier. Und der kann loslegen und so. Aber anscheinend nicht. Ja, ne, dann nicht. Wir gehen jetzt die Häuser nochmal durch. Und dann gehen wir nochmal zum Store und gucken. Batterie, Akku, irgendwas zum Einsetzen, zum Ruf machen, whatever. Vielleicht für mir die Drähte, ich hab keinen blassen Schimmer. So. Auf jeden Fall ist hier nichts wieder gespawnt. Auf jeden Fall sehen die Häuser alle gleich aus. Außer außen haben sie eine andere Farbe.
dehydrierst. Nein, nee, mach ich nicht. So. Können wir doch nicht verantworten. Finde einen Hund, Military Base. Hier, Taser-Geschütze. So, ein Hund in der Military Base. Military Base ist, was wir da angemarkert haben. So, Feind. The military base near the lake Porkville. Porkville. Ach, Porkville Sounden. Wir machen das mal an. Your target. So, wir haben Munition, wir haben eigentlich alles. Wir haben noch Platz. Essen haben wir auch Zeit. Das heißt, wir laufen da jetzt mal geschmeidig hin und erfüllen mal hier die Mission. Ein Hund. Meint er jetzt so einen richtigen Hund oder meint er jetzt einen Werwolf oder irgendwie so? Kriegen wir aber raus, wenn wir da sind. Ne? Weil ich auch heute Mittagsschlaf mache. Aber andersrum denke ich mir, nee, muss Montag wieder früh raus. Mittagsschlaf ist halt für alte Leute, also Mike heute Mittagsschlaf. Rennen. Das wäre so schön gewesen, wenn ich Zug hätte fahren dürfen. Wo sind denn hier eigentlich Straßen? Oh, hier kommt gleich eine. Dann halten wir mal wieder Ausschau nach einem Vehikel. Nach einem Bobbycar. Oh, what? Ich hasse Burgen. Rechts und soweit wir sehen, sehen sie nichts. Nix Auto. Ich könnte mich in den Arsch beißen, dass ich das Ding davon kaputt gefahren habe. Und dann wahrscheinlich ist es noch explodiert. Wow!
Jo. Also eine Riesenspinne gibt es auch. Aber haben wir ja schon auf dem Bild gesehen. Aber ich finde, mit dem Töten, das klappt noch nicht ganz so. Aber sonst wäre er wahrscheinlich auch kein Survival. Sonst haben wir nix, nix, nix. Jetzt hoffen wir, dass die Spinnen weg sind. Oder so weit entfernt, dass ich. Wow. Ich weiß nicht was. Aber meine Spider-Sensoren sagen, das ist nicht gut, was da ist. Meine Spider-Sensoren sagen, das will zu mir. Ist aber der Scheiß ernst, dass ich wirklich alle drüber machen muss. Aber vielleicht gibt es auch so ein schnell Sit, aber wäre schön, wenn ich hier irgendwo stehen würde. Mir wächst ein Baum auf dem Kopf. Ja, mir wächst ein Baum auf dem Kopf. Wir hätten auch eigentlich mal versuchen können, so eine scheiß verfickte Spinne zu tamen. Aber ich glaube, mit dem Monster, ich war auf dem Bauch raubt, ich glaube, das ist am entspanntesten. Und so wie es aussieht, ich habe hier keine Monster. Also mein Spinnenradar sagt, alles easy. Du kannst hier hin.
finde einen Hund in der Military Base. Naja. Dann tun wir das. Ich würde sagen, hier ist Linksverkehr. Hier ist das Schild und da drüben ist das mit Rot. Und Rot ist ja aber eine Signalfarbe. So. Step, 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 step. So ein Auto am Straßenrand wäre jetzt was Tolles. Ich drehe mich auch immer kurz um. Ein bisschen länger. Auto? Was ist ja die Faulheit der Leute, wa? Immer schnell, husch, husch. Weg, erster. Irgendwo, irgendwie. Ist der Spider-Spinner. Wollen wir mal probieren. Bis wir vergessen haben, wir haben vergessen, die Munition für den Elektroschocker mitzunehmen. Ja. Aber das werden wir noch mal kurz ändern. Die Straße lang bis zur ersten Kreuzung auf jeden Fall. Achso, warum wird nicht geht, also ich das Ding in der Hand habe. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder ein Fahrzeug. Ist doch schon mal schön. Und dann noch eins hier mit Security. Oh, das ist eindeutig die Lenkspur. Pfeile umfahren können? Nee. Aber das macht anscheinend auch nichts. So ein Auto im Wasser versenken kann. Bestimmt, aber machen wir jetzt nicht. So ein Heini hat mir die Dinger jetzt bestimmt geklaut.
Ja, voilà, jetzt habe ich sie. Oh, also nochmal hier. Ja, wir waren ja zum Militär-Base. Aber. So, Feinde doch, ja. Hier drin wird die Mission nicht angezeigt. Okay. Scheiß Baumklumpen. Gib ja, ist mein Freund. Jetzt mach ich dir aus dem aus dir ein Mädchen. Mal 130 ist schon nicht schlecht, das steht irgendwas auf der Gleise. Gerade scheint doch nicht so. So. Wo mal da hin. Wir suchen eine Military Base. Also wenn ihr eine seht, sagt Bescheid. Zaun drum. Bescheid.
Was heißt das? Du nie, du brauchst zu bei kaufen Charge. Ja, wir kicken mal. Auf jeden Fall jedes schon mal. Lappen, Junge! Sag mal, im Graz waren es noch nicht so viele. Es wären da immer noch viel, viel mehr. Der will mich doch verarschen. Gut, Leute. Der wartet erstmal, weil der geht hier anscheinend nicht weiter. Wenn immer wieder neue Viecher hier spawnen. Ja, na klar, Spinne. Das spawnen ja immer sofort wieder neue. Man hat ja null Chance zu agieren, reagieren. Oder sonst irgendwas. Gut, Leute, das war das von dem Spiel. Cool gemacht, aber mal kicken, wie es weitergeht mit dem Spiel. Oh, Company XP, oh. Bist du sicher? Ja. Yeah. Gut, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Bleibt dran. Wir werden gleich zum Spiel starten und werden dann eine neue Runde Unload-Spiel spielen. Bis später. Oder schaut einfach bei YouTube unter
Pit Berlin.